So, es hat wieder gegongt und nachdem alle vielleicht draußen zusammengeklingelt sind und versorgt sind, wird sich der Saal sicherlich auch füllen. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch online wieder mindestens genauso viele Zuschauer haben wie vor der Pause auch. Insofern sind wir dann ja ganz gut hier sozusagen zahlenmäßig dabei. Ich begrüße Sie recht herzlich wieder, natürlich halt hier vor Ort, aber natürlich auch über den Livestream. Und ich werde jetzt die Moderation abgeben und zwar an den lieben Kollegen Thomas Zawalski, Geschäftsführer der Solid Unit, und der wird auch die nächsten Panels bzw. Referenten übernehmen und ankündigen. Und jetzt kündige ich ihn selber an. Herzlich willkommen. Ja, was Sie jetzt, die im Livestream sind, nicht sehen können, wir sitzen hier vor einem verhältnismäßig leeren Saal und natürlich alle, die jetzt hier sind, sind wichtig, ganz klar. Aber auch Sie an den Bildschirmen zu Hause oder in Ihrem Büro oder wo auch immer und Grüße auch nach Bochum aus Berlin sind natürlich hier bei uns und insofern, sagen wir mal, haben wir uns darauf eingestellt, dass es wirklich auch eine sehr klimaneutrale Veranstaltung ist, wo viele Menschen eben nicht extra herkommen, sondern das von ihrem Standort aus verfolgen. Ich habe eine Präsentation mitgebracht, ich hoffe, die funktioniert. Sie funktioniert wunderbar. Man sieht nur nichts. Okay, jetzt geht's los. Es geht darum, und damit wir uns noch mal ein bisschen einstimmen darauf, wir haben uns ja die Klimaziele in Paris mal gesetzt, alle zusammen mit der Eingrenzung der Erderwärmung mit 1,5 Grad. Und ich glaube, Wissenschaft ist mittlerweile soweit, aber auch Politik und Gesellschaft ist mittlerweile soweit zu sehen, dass wir das schwer erreichen werden, wenn wir es überhaupt erreichen. Das heißt, Wissenschaft geht im Moment davon aus, von einer Erderwärmung bis 2050 von 2,7 bis 2,9 Grad. Und alle erinnern wir uns, glaube ich, daran, wie schrecklich schon die Szenarien waren, die bei 1,5 Grad Erderwärmung uns geschildert wurden. Also man kann sich vorstellen, einiges kommt auf uns zu. Politisch haben wir die Situation, dass wir ein Klimaschutzgesetz jetzt auch verabschiedet haben. Und wir bekommen im nächsten Jahr ein Klimaanpassungsgesetz, was uns auch noch beschäftigen wird. Und dies ist sicherlich auch dem geschuldet, dass wir einfach erkannt haben, wir müssen parallel fahren im Moment und müssen wirklich gucken, wie können wir uns auch auf die Veränderungen, auf die Starkwetterereignisse einstellen und schützen. Ich habe jetzt Ihnen mal eine Folie mitgebracht und ich hoffe, wir können sie besser sehen, als ich sie jetzt sehe, zumindest gerade. Denn ich sehe nämlich gar nichts. Okay, das kommt nacheinander, die ist animiert. Deshalb, Sie sehen mich so ein bisschen überrascht, einfach aus dem Grund, eine Kollegin von mir hat sie mir nämlich gestern noch gegeben, weil ich sie ganz spannend fand und da habe ich sie dazu genommen und habe einfach mal das übertragen, ohne zu merken, sie ist animiert. Okay, es geht mal darum, um die Bedarfe in 2020, also die Zahlen sind tatsächlich aktuell leider nicht im Moment mehr in unsere Zeit rein, sondern 2020 ist die letzte Erhebung. Da brauchten wir in Deutschland 585 Millionen Tonnen Gesteinskörnung. So, dazu steht jetzt die Zahl 221 Millionen. Das sind nämlich die Körnungen, die wir aus mineralischen Bauabfällen gewinnen konnten in 2020. Dazu gibt es jetzt noch Asche und Schlacken mit 23 Millionen, Bauschutt, Straßenabbruch, Boden, das geht immer so nach unten weiter, das Ganze. Und ich finde, dass jetzt hier in dem ganz unteren Bereich eine spannende Zahl gleich auftauchen wird. Da sehen wir die mit den, jetzt gehe ich nochmal zurück, mit den 38,7 Millionen. Das heißt, die gehen nochmal ab von den 76,9. Das heißt, da sehen wir ungefähr den Anteil, der in den Hochbau, also in den Wohnungsbau letztendlich reingegangen ist. Also eine verhältnismäßig geringe Summe. Aber warum zeige ich das eigentlich? Ich zeige das deshalb, weil wir in der Proportion im oberen Bereich nämlich erkennen, dass wir gar nicht genügend Recyclingbaustoff zur Verfügung haben, um die Bedarfe zu decken. Das ist jetzt nicht primär hier ein Plädoyer dafür, dass wir Primärrohstoffe stärker einsetzen, sondern es geht mir hier darum, nur zu zeigen, wo stehen wir eigentlich in der Verfügbarkeit. Und mit dieser Verfügbarkeit von 221 Millionen Tonnen
realisieren wir letztendlich insgesamt im Recyclingbereich 76 Millionen und davon, wie gesagt, ein großer Teil noch in den Straßenbau. Also da landet im Moment viel weniger vielleicht, als wir manchmal so diskutierend in unseren Köpfen haben, tatsächlich im Hochbau. So, jetzt sind wir auch schon bei Solid Unit angekommen. Und Solid Unit ist ein Netzwerk, was sich in Baden-Württemberg vor 3 Jahren mal gegründet hat, mit dem Anliegen, klimaneutrales Bauen voranzubringen, hier Akzente zu setzen, Menschen zusammenzubringen in Netzwerken, Wissenschaft, Politik, aber auch die Akteure in der Industrie. Und wir haben jetzt hier auf der linken Seite ein Bild, da haben wir im letzten Jahr, das ist noch nicht so lange her, am 7. September letzten Jahres in Berlin das Ganze auf Bundesebene gegründet. Sie sehen hier einfach mal so einen Überblick von Akteuren, die hier Mitglied sind bei Solid Unit mittlerweile. Hier sehen Sie sehr unterschiedliche geprägte Akteure, Sie sehen auch KIT, also auch die Wissenschaft ist dabei. Sie sehen aber auch kleinere Unternehmen, Sie sehen aber auch Konzerne dabei. Diese Folie, ich sage es mal ganz gerne an alle, die jetzt zuschauen, ist auch eine Einladung mitzumachen. Also es ist nicht nur eine Demonstration hier, was können wir, wer ist bei uns, sondern wer darf auch gerne noch mitmachen. Wir haben uns 3 Hauptziele gesetzt. Einmal die CO2-Einsparung, einmal nachhaltiges Ressourcenmanagement und zum anderen Wissenstransfer. Das Ganze ist dann natürlich zum Mitmachen, weil wir sind ein Netzwerk. Da kann man in verschiedene Netzwerkteams, einmal zum Thema Klimaschutz, aber auch zum Thema Rohstoffgewinnung. Das ist ein bisschen das, wovon wir jetzt von den Gesteinskörnungen gerade anfänglich geredet haben. Dann haben wir neu dazu genommen das Thema Startups. Wir haben mittlerweile 4 aktive Startups bei, die sich ganz konkret mit ihren Produkten, mit ihrer Software damit beschäftigen, wie kann man CO2 in Baustoffen sparen. Denn ich sage mal, jedes CO2, was wir erstmal minimieren, schon in der Intelligenz der Erstellung von Baustoffen, brauchen wir ja nicht zuzüglich abscheiden oder bepreisen. Und dann haben wir jetzt auch für die einen Innovationsblock eingeführt bei uns, damit die auch ein eigenständiges Leben haben, sich entwickeln können. Und wir haben sehr gut besuchte Webinare hier. In dem unteren Bereich kann man sogar noch ein bisschen werben zum Thema Kreislaufwirtschaft. Dr. Tillmann Prinz von der Bundesarchitektenkammer und Dekarbonisierung mit der Dr. Christine Lemeter von der DGNB, die hier immer jeweils einen Impuls geben. Hier haben wir circa 100 bis 200, tendiell so tatsächlich so in der Mitte 150 Teilnehmerinnen. Das sind meistens Architektinnen und Architekten, Planerinnen und Planer aus der ganzen Bundesrepublik, kommunale Ebene, aber auch aus freien Büros. So, hier einfach mal ein kurzer Überblick, was machen wir? Wir machen natürlich Unternehmensbesuche, wo wir auch Politik mitnehmen. Wir sind auf politischen Veranstaltungen wie Parteitagen unterwegs, um darüber zu informieren, was kann man tun. Das geht auch auf Länderebene teilweise, dass wir auch in Baden-Württemberg vor allen Dingen und in Bayern hier bei Parteitagen unterwegs sind. Und jetzt kommen wir auch schon zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, wo ich selber auch sehr stolz bin, dass wir das so realisieren konnten. Das ist, dass wir im März diesen Jahres einen Klimabeirat gegründet haben. Und hier war uns auch wichtig, dass wir die politische, aber auch die fachliche Ebene mit unterbringen. Und Sie sehen jetzt hier den Kassem Taher Saleh, die Sandra Weser und den Dr. Prinz. Da kommen wir gleich nochmal so eine kleine Detailvorstellung, die hier mit dabei waren. Wir waren am Edge Tower dort in Berlin und hatten dort eine entsprechende Pressekonferenz gemacht. Und Sie sehen jetzt hier im Nachgang mal die Akteure, die insgesamt mitmachen. Das heißt, 2 von denen haben Sie auch vor der Pause vielleicht schon hier auf der Stage 7 gesehen. Das war der Kassem Taher Saleh und der Michael Kiesling. Und gehen wir einfach mal einmal kurz durch die beiden. Und jetzt landen wir auch schon bei denen, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte. Das ist einmal die Sandra Weser, die hier im Klimabeirat ist und die das Ganze für uns von der politischen Seite her gut aufgreift. Sie leitet den Ausschuss, jetzt habe ich gesehen, die ist da drüben, ich suche sie die ganze Zeit hier. Sie leitet den Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Wohnen und Kommunen, glaube ich. Jetzt habe ich alle 4 zusammen, wenn auch nicht die Reihenfolge ganz richtig war. Und bevor wir aber zur Sandra Weser kommen, und ich bin ein bisschen gespannt, ob du uns auch ein paar Infos mitbringst. Ich glaube, du warst die letzten 2 Tage in Brüssel, oder?
vor 2 Wochen, okay, ist schon ein bisschen länger her, aber wir haben ja auch viele Dinge, die einfach da immer rüberschwappen. Wir haben, ob es das GEG ist, was möglicherweise dann eine Novelle kriegt, weil in Europa auch wieder andere Dinge beschlossen werden, bin ich gespannt, ob du da auch für uns eine Brücke schlagen kannst. Und ich würde mich auch freuen nochmal, wenn du vielleicht nochmal beleuchten könntest, das Thema, wir haben eine Wohnungsnot. Wir stellen fest, wir brauchen eigentlich viel mehr Wohnungen, als wir derzeit bauen. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Und gleichzeitig wollen wir aber auch klimaneutral werden beim Bauen. Ist das jetzt wirklich ein Dilemma? Ich bin gespannt. Und bevor die Frau Weser kommt, freue ich mich sehr, dass der Dr. Tilman Prinz von der Bundesarchitektenkammer auch bei uns ist und den ersten Impuls macht. Und ich durfte als Gast letzte Woche beim Deutschen Architektentag dabei sein. Und da kann ich mich noch sehr gut erinnern, Herr Prinz, wie Sie auf der Bühne standen. Und da ging es nämlich um Kreislaufwirtschaft, da ging es um Nachhaltigkeit. Und Sie haben das Ganze damit gestartet, dass Sie gesagt haben, wir müssen anfangen, vom Ende her zu denken. Und ich glaube, welche wichtigere Aufgabe gibt es für Architektinnen und Architekten? Ich freue mich, dass Sie da sind. Vielen Dank.